Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen eingeschobenen Projekt nochmal auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Siku 2, die Closed Beta. Ja, unsere Aufgabe ist es, beziehungsweise unsere, herauszufinden, was in dem Spiel natürlich passiert. Aber bitte, liebe Leute, nicht wundern, dass es da schon mal einen kleinen Fortschritt von mir gibt. Aber vorher nochmal kurz die Erklärung, was gibt es Neues in Siku 2? Ivory Tower presents. Champions work around it brilliantly. Now that's the skill that wins no matter what the engine, no matter what the track. He's this season's undisputed motorsports champion coming out of nowhere to rise to the top. Ja, nochmal herzlich willkommen zu The Crew. Bitte, liebe Leute, wundert euch nicht, dass schon mal ein kleiner Fortschritt bei mir drauf ist auf meinem Kanal, auf diesen Videos. Es liegt daran, dass ich eigentlich diese ganze Aufnahme schon mal gemacht habe, dann beim Kopieren irgendwas falsch gegangen ist. Also, ich kopiere die von meinem USB-Stick, von der Festplatte auf den USB-Stick. Und da ist immer schief gelaufen. Das heißt, ich habe keinen Speicherstand mehr. Das heißt, ich muss nochmal neu machen. Ich werde euch den größten Teil, den ich eigentlich schon aufgenommen habe, nochmal zu spielen. Das sind so mal 1,5 Stunden Aufnahme gewesen, die ich jetzt versuche, nochmal neu zu machen. Also 4 Folgen. Wir versuchen es einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, einen Speicherstand zu machen. Speicherstand runterzuschmeißen und mal neu anzufangen. Deswegen seht es mir nach. Ich versuche es alles wie möglich, also wie möglich nochmal euch zu zeigen. Weil eigentlich habe ich, wie ihr gerade schon seht, habe ich hier schon ein bisschen was getan. Bin immer schon auf Rang 9, ich habe schon einige Follower und hast du nicht gesehen. Ich versuche euch nochmal neu zu spielen. Mein Auto ist ein Audi TTRS Coupé. Und dann habe ich noch ein Boot schon nebenbei. Ja. Also da kann auch noch nicht viel gemacht werden. Na gut, probieren wir es. Ich versuche euch nochmal ein bisschen eigentlich zu zeigen, Street Race, ob es möglich ist, die Dinger nochmal neu zu fahren.
Gut, auf geht's. Wir starten mal hier rein. Typ Süd, Street Race. Ja, wie gesagt, ich versuche euch da ein bisschen was zu zeigen. Weltrekord als 35, als 4,5 ist mein Rekord. Da sind wir natürlich zu weit. Ich ärgert mich gerade selber. Unsere Aufgabe ist, die Top 3 hier zu erreichen. Du hast das perfekte Auto auf der perfekten Straße. Sei die perfekte Fahrerin. So. Jetzt fehlt leider so ein bisschen, dass ich für dieses Auto gekauft habe, bis ich getuned habe und dann sind sie nicht gesehen. Ärgerlich. Es ärgert mich gerade selber, das ist halt nicht. Aber gut, wir müssen es halt irgendwie versuchen durchzukommen. Ich versuche, so weit wie möglich alles neu ein bisschen zu zeigen und so. Ja. Den hat es gerade mal schön geholt. Wir sollen ja nur unter die Top 3 kommen. Ich will den Typen hauen. Ah, scheiße, ich hätte ihn sonst gehabt. Ja, schön in die Taxis rein, ne? Ah, da vorne ist der Erste. Ich glaube, gewinnen werde ich nicht. Na, mein zweiter. So. Ich habe ein bisschen Beute gekriegt, die nehmen wir auch mit. Performance Teil Reifen und Performance Teil Aufhängung ist auf Lager. Das geht ganz einfach. Wir können einfach hier auf Options drücken und dann braucht ihr euch das Auto nur auszuwählen. Wollt also nicht in HQ zurückzufahren. Da sind noch Teile. Ah, wunderbar. Da ist aber das da. Und einmal das da rein. Sehr schön. Da. Ja, ich wollte euch halt einiges schon zeigen. Also wie gesagt, es gibt viele Dinge, die neu sind. Und das ist immer noch was ein Teil. Zumindest ist ja auch ein bisschen Action auf der Straße.
Ich hab hier irgendwo. Also auf dieser Map, wenn die blinkt und alles, und dann ist hier irgendwo ein Teil in der Nähe. Nur diese, ich muss gerade suchen, wo es sein könnte. Scheiße. Hä? Okay, ich will hier raus. Leute. Das muss hier irgendwo sein. Das ist so eine grün leuchtende, also eine leuchtende grüne Kiste, wo live draufsteht. Jetzt kommt noch ein Bus davor. Da ist er. Super. Einmal du und einmal du und einmal ein Auspuff und ein Getriebe auf Lager. Und du. Okay. Perfekt. Gut. Ja, liebe Leute, es tut mir halt irgendwo auch leid, dass halt so viel fehlt, dass ich ein paar Sachen nur ein paar Rennen neu machen muss. So, ihr findet halt immer wieder, auch wenn dieses Radar blinkt und alles drum dran, da musst ihr halt ein bisschen suchen. Deswegen war ich gerade mal ein bisschen ruhig, weil ich die Stelle genau orten musste, wo es war. Das ist nicht immer so einfach, direkt was zu finden. Also, ja. Gut, gucken wir mal.
Status. Nehmen wir das mal mit. Die zwei Dinger, da fahren wir noch. Also das Ding fahren wir jetzt noch. Das Spießauto. Sieh sich einer den Neuen an. Glaubt, er kann absahnen und einfach rausspazieren. Ihr fahrt für Autos. Klar muss er danach zu Fuß gehen. Genau darum dreht es sich bei vielen von denen. Die Wagen, die Leute, die Party. Kein Wunder, dass die nicht legal werden wollen. Es dauert, bis mehr Leute so denken wie ich. Aber Zeit habe ich. Sieh dir nur diese Autos an. Ein verdammt geiler Fuhrpark steht da draußen. Aber weißt du, worauf unser Freund ein Auge werfen sollte? Auf den unscheinbaren da drüben. Den kleinen Wolf im Schaffelser, der 4500 da. Ja. Durchaus sind das genau die Fahrzeuge, wo man denkt, die haben eh nichts drauf und dann holen sich da was. Gut, wir versuchen es einfach trotzdem mal. Mit dem Leistungsupgrade. Wir sollen wieder die Top 3 erreichen, das ist doch, sollte doch eigentlich machbar sein. Deine Spießerschaukel war ja verdammt munter. Ja, schön erstmal in die Wand gesammelt, dass wir wieder das ganze Feld von hinten aufräumen müssen. Natürlich auch schon 7 Sekunden. Da hat's echt drauf. Ja. Aber jetzt erstmal wieder an das Feld rankommen, das ist erstmal das Wichtigste. Na gut, die Sekunde jetzt gerade mal gut gemacht. Hauptsache erstmal schön so in die Wand. Wenn du mal vorbei bist oder sowas, dann etwa da gegen die nächste Wand rutschen. Kommt immer gut. Man muss jetzt wieder ein bisschen aufholen. Was ist denn heute los mit mir? Ich nehme jede Auswand mit und muss dann wieder aufholen. Ich bleib ja Fünfter oder so. Latrell, ist so eine Ausstattung zulässig? Nichts davon ist straßentauglich. Das ist es ja. Wie willst du sie überzeugen, legal zu werden, wenn sie dafür so etwas aufgeben müssen? Ja, ich von wegen nach dem Motto, nee, besser nicht, dass ich Vierter werden muss, halt Fünfter werden. Alter, 15,1 Sekunden Rückstand. Ich meine, wenn ich mir die beide überhaupt, wenn ich die drei da vorne hole, bin ich Zweiter. Das wäre auch okay. Hauptsache, ich schaffe dieses Event. Der Kleine da vorne, der müsste eigentlich weg sein. Und wieder Fünfter.
Der erste, der ist weg. Der ist komplett weg. Der kleine, der... Na, zumindest das Event geschafft. Dafür, dass ich noch so scheiße am Anfang gefahren habe. Naja, egal. Hauptsache, schön den Typen da weggeballert. Hab ich schon was gekriegt noch? Nee. Das ist erst der Anfang deiner Karriere. Wir sehen uns beim nächsten neuen Disziplinen-Events. Herausforderungen hat Pause Möglichkeit, vieles mehr zu erreichen. Na gut. Wir können leider nicht mehr steigern, aber wir können unser Auto ein bisschen weiter aufbauen. Ich zeige euch jetzt auch die anderen Disziplinen. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen feinen Folgenbreak und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Crew 2 Open Beta. Ja, sorry liebe Leute, dass das halt alles so ein bisschen schief geht momentan.